Herzlich willkommen, liebe Fans und Freunde von Türkgücü Hanau, zu unserem letzten Pflichtspiel im Jahre 2018. Und wir sehen es hier bereits, der Platz musste an einigen Stellen nachgebessert werden. Und beide Mannschaften liefen dann bereits aufs Spielfeld. Türkgücü Hanau gegen Eintracht Ober-Rodenbach. Unsere Aufstellung mit Schlüssler im Tor, Güneş, Netzband, Korkmaz, Şima, Karan, Alaoui, Sungun, Müller, Hogic und Ünal. Und die Gäste mit Hamburger, Robok, Schilling, Hüttel, Dienkurz, Lötschert, De Carvalho, Colozzi, Gütermann, Barthelmy und Eckert. Dann ging es auch los. Türkgücü Hanau in den schwarzen Trikots heute. Und die Gäste aus Ober-Rodenbach in Rot mit der ersten dicken Chance. Hier durch Rodney Dienkurz. Und Serjan Schlüssler kann klären. Unsere erste gefährliche Aktion. Der Schiedsrichter pfiff hier Freistoß. Doch wir machten weiter. Tim Müller bringt den Ball hier auf Volkan Sungun. Und seine erste Chance. Letzte Woche ja dreimal getroffen. Volkan Sungun. Dann ein Vorstoß von Justin Netzband. Tejan Güneş bringt den Ball rein. Dann nochmal Justin Netzband, aber da wird er gestoppt. Dann eine Flanke von Tejan Güneş, ganz gefährlich, aber kein Problem für Keeper Hamburger. Unsere Fans hatten hier reichlich Spaß. Gesprächsthema war der Keeper der Zweiten, Harun Özer, unsere Vereinslegende. Aber dann eine ganz, ganz starke Chance durch Maximilian Hüttel. Alaoui auf die linke Seite und Tejan Güneş kann den Ball da nicht reinbringen. Dann Alihan Karan, Netzband und Mohamed Alaoui mit der ersten dicken Chance für Türkgücü Hanau. Das war ganz knapp, aber klasse pariert auch von Hamburger. Und dann eine spielentscheidende Szene, Justin Netzband geht nach vorne, da wird er gefoult von unserem ehemaligen Spieler Angelo De Carvalho. Dafür bekommt De Carvalho die gelbe Karte, aber was war da noch passiert? Denn Justin Netzband sah die rote Karte, weil er seinen Gegenspieler beleidigt hatte. Und ab der 35. Minute dann Türkgücü mit 10 Mann, dann Rodney Dienkurz. Noch mit einer weiteren Chance vor der Pause. Dann Ronny Barthelmy bringt den Ball rein. Da ist Angelo De Carvalho. Und in letzter Sekunde kann hier noch Erwin Şima klären. Auch wir hatten eine Chance. Hier Faruk Hogic auf der rechten Seite. Macht er stark. Weiter auf Alaoui. Aber das war dann leider doch nichts. Dann Sungun schickt hier Tim Müller. Und da wird er im letzten Moment noch gestört. Dann der letzte Freistoß für Ober-Rodenbach. Der Ball wird reingespielt. Und kein Problem für Serjan Schlüssler, der seine Sache gut machte. 0:0 der Halbzeitstand. Und hier sehen wir Justin Netzband. Klar, er war traurig. Alle unsere Vereinslegenden. Auch mit 10 Mann war die Hoffnung groß. Die erste Chance in der zweiten Hälfte gehörte dann den Gästen. Dann schickt hier Tim Müller, Alihan Karan und er wird hier gefoult. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Hier sehen wir es nochmal. Colozzi trifft da Alihan Karan und den fälligen Strafstoß tritt dann Mr. Elfmeter Volkan Sungun und das 1:0 für Türkgücü Hanau. Wie immer eine sichere Sache. Volkan Sungun mit Saisontreffer Nummer 18.
Der Mann hat einen Lauf. Wir legten auch mit 10 Mann sofort nach. Volkan Sungun hier auf Alawi, aber da trifft er den Ball nicht richtig. Und dann nochmal Volkan Sungun. Aber das war nur ein Schüsschen. Dann Tim Müller schickt hier Halil Korkmaz. Und Halil Korkmaz bringt die Flanke rein, aber da steht keiner von Türkgücü Hanau. Die Gäste hatten dann einen Freistoß. Und Sercan Schlüssler glänzt hier mit einer Parade. Richtig stark gemacht von ihm. Dann die Ecke. Maximilian Hüttl hatte hier die Chance. Dann schickt Samet Ünal Tim Müller. Tim Müller macht das super. Und dann das 2:0 für Türkgücü Hanau. Tim Müller, der Torschütze. Unser Kapitän und Spielertrainer Tim Müller macht das hier richtig klasse gegen Kolozzi. Da lässt er ihn stehen und schiebt den Ball hier mit links ein. Unhaltbar für Fabio Hamburger im Tor. Aber auch die Gäste hatten dann ihre Chance. Und da stand es nur noch 1:2. Erst Lötschert. Dann pariert Sercan Schlüssler hervorragend, aber Robok steht da richtig und macht das 1:2. Und dann 2 Minuten später die nächste Aktion der Gäste. De Carvalho bringt den Ball rein und Erwin Schima trifft den Ball unglücklich ins eigene Tor zum 2:2. Wir sehen das hier nochmal in der Zeitlupe. So viel Pech kann man gar nicht haben. Oder aus der Sicht der Gäste dann so viel Glück. Und dann stand es 2:2. Die Gäste aus Ober-Rodenbach suchten jetzt natürlich ihre Chance. Dann der Carvalho spielt weiter hier auf Lötschert. Er bringt den Ball nochmal rein. Und Halil Korkmaz klärt da in letzter Sekunde. Samet Ünal hier auf Alian Karan und er leitet weiter auf Alawi. Alawi setzt sich hier gut durch und scheitert dann ganz knapp. Danach wurde er auch schon ausgewechselt. Für ihn kam Murat Selçuk in die Partie, aber dann Volkan Sungun mit dem 3:2 in der 78. Minute. Volkan Sungun, was für ein herrlicher Treffer. Saisontor Nummer 19. Dann ging Samet Ünal, für ihn kam Sertan Çaka in die Partie. Aber Ober-Rodenbach wollte hier natürlich was mitnehmen. Dann die dicke Chance hier durch Hüttl. Aber auch wir hatten Chancen. Hier Volkan Sungun. Wir haben zwar Überzahl, aber keiner möchte aufs Tor schießen. Dann macht es am Ende Murat Selçuk. Aber er verzieht leicht. Und dann noch eine dicke Chance hier für Rodney Dean kurz. Aber er vergibt die 100%ige. Aber die Gäste gaben nicht auf. Dann ein Freistoß durch De Carvalho. Zunächst klären wir durch Halil Korkmaz. Der Ball kommt nochmal rein. Und da steht Sascha Eckert und macht das 3:3 in der 93. Minute. Das war ziemlich unglücklich für uns. Aber wenn man ehrlich ist, war es dann auch verdient. Aber die Gäste bekamen dann nochmal einen Matchball. Und Sercan Schlüssler hier mit der ersten Parade.
Und dann bekommt er noch eine Chance und die zweite Parade. Der letzte Freistoß im Spiel brachte dann nicht viel. Die Partie endet 3:3. Wir wünschen allen Fans frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.